Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge der Odyssee-Mod. Wir sind gerade dabei, die Population der Wölfe nicht nur zu reduzieren, sondern komplett auszumerzen. Zumindest kommt es mir so vor. Wenn das jetzt... Okay, hier sind noch ein paar. Ich töte einfach jetzt erstmal alle Wölfe, die mir so entgegenspringen. Weil der Hermann Probleme hat mit den Schafen. Was heißt mit den Schafen? Mit den Wölfen eher. Die eben seine Schafe logischerweise umhauen. Oder halt, ja, reißen, wie man es ja auch nennt. Ne, da vorne sieht man schon Blutfliegen und ein paar Goblins. Die gehen mir direkt schon auf den Piss, wenn ich sie sehe. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt in der letzten Folge leider auch wieder nur wirklich Quests annehmen können. Deswegen hoffe ich, dass wir wenigstens mal die Wolf-Quest abgeben können. Jetzt mal bald. Aber ich würde mich trotzdem mal umschauen, was sich da hinten so verbirgt. Aber eigentlich will ich nie zu viel töten, weil wie gesagt, ne, wenn ich dann im Nachhinein noch... Oh, jetzt habe ich das an... oh, jetzt habe ich das angelockt. Jetzt habe ich das angelockt. Ein Stück zurück und kommen lassen. Die Blutfliegen vor allen voran. Ich sollte mich eigentlich nicht auf die Blutfliegen konzentrieren, sondern auf die anderen Quälgeister um mich herum. Wobei, das geht mir... Nee, das ging einfach... Ja, das war einfach zu viel auf einmal. Und die Blutfliege hat mich ein bisschen irritiert. Die Blutfliege sieht uns. Sie markiert ihr Revier oder was auch sonst. Scheint es bemerkt zu haben. Brummt vor sich hin und jetzt kommt es auf uns zu. Endlich, danke. Und schwirrt mir hier vor der Nase rum. Auch ätzende Gegner. Gut, aber da haben wir sie weggehämmert. Da ist nichts zu holen. Mit der Sense. Dann fressen wir noch ein bisschen Fleisch. Weil Fleisch ist immer gut. Proteine braucht man. Und jetzt machen wir uns mal an die Goblins. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein paar Wölfe. Oder vielleicht können wir die Quest schon abgeben. Ich kann es nicht... Alter, das sind ganz schön viele. Ich hasse das, ne? Wenn man keine Geschicklichkeit hat, ist der Bogen einfach nur blöd. Ich versuche jetzt mal irgendwie, vielleicht kommen ja genau, rennen vielleicht ein, zwei vor. Ah, das Anvisieren ist auch dumm, ne? Schnell umdrehen, Roland. Vier Leben. Oh, erstmal ein paar Fleischkeulen fressen. Guck mal, denn nicht sonst. Ach, guck mal hier. Nee, Schinken ist ein bisschen teuer. Das können wir nicht einfach so verzehren. Da kommt Dunkelpilze, bräuchte keine Sau. Von denen wird einem auch schlecht. Wenn man so viele frisst, ist doch schön. Nee, keine Ahnung. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Aber außer schweren Ästen ist hier wieder mal nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts. Wir nehmen natürlich trotzdem alles mit. Da ist nichts zu holen. Hören hier natürlich auch ein bisschen Gold. Hören hier natürlich die ganze Zeit eine gewohnte Stimme. Bei diesem da ist nichts zu holen. Spruch. Was haben wir denn jetzt hier? Ein Grab. Ja, Grabschänder einfach mal aufhacken. Vielleicht finden wir ja eine Paladin-Rüstung, eine Roland, die können wir den direkt geiern. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Das war auch nicht Rolands Stimme. Hier finden wir eine alte Münze, noch eine alte Münze, noch eine alte Münze und einen Knochen. Noch eine alte Münze und. Ja, da gibt's nichts mehr zu holen. Was steht denn hier? Das ist noch meistens lustige... Der gräbt den Friedhof einfach um. Ich dachte, da steht irgendwas Lustiges an dem Grab. Sowas, keine Ahnung, von den Entwicklern irgendwas Witziges. Nein, wir... Ja, nee, wir schänden jedes Grab, ist okay. Roland hat da kein schlechtes Gewissen voll. Der nimmt sogar alle Schädel mit. Das ist gar nichts für den, da kennt er nichts. Die alte Drecksau. Der gräbt einfach alles oben. Aber gut, es gibt immerhin Erfahrungspunkte. Gut, dann graben wir halt von mir aus den Friedhof um. Wenn es denn die Geister glücklich stimmt. Silberner Ring, Schädel und ein Haufen Knochen. Alter, was ist das für ein ekelhafter Mensch?
Der ist echt skrupellos. Das hätte ich nicht erwartet von dem. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Der macht für 10 EP alles. Wobei ich wünschte mir ein bisschen weniger Müll und... Jetzt habe ich da was übersehen. Okay, übersehen habe ich es nicht, aber vergessen mitzunehmen oder... Ne, der ist einfach direkt aufs nächste Grab gesprungen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ah, goldene Halskette, genau sowas will ich sehen. Da lohnt sich's doch mal Gräber zu schänden. Und wenn, dann nehmen natürlich auch alle mit. Halbe Sachen gibt's ja. Da hinten sehe ich noch einen Wolf. Und ich glaube, uns hört eine Blutfliege. Oder uns bemerkt eine Blutfliege, weil... Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, genau, deswegen kommt schon auf uns zu. Ich habe das Geräusch schon gehört. Boah, der Mama war schön eine mitgegeben. Die Spruchrollen und die goldenen Halsketten, die sind ja, glaube ich, sogar echt ganz nützlich. Die kann man verkaufen, die kann man benutzen. In dem Fall rechtfertigt das natürlich alles. Zumindest für mich. Ob das moralisch vertretbar ist, sei mal dahingestellt. Solange ich EP bekomme und Wertsachen. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Nehmen wir ja auch dann Trank. Ja, können wir die Schädel auch mitnehmen. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch einen Knochensammler oder was. Sonst soll ich mal kurz übersehen, was haben wir denn alles so mitgenommen? Ne? Mit einem goldenen Ring, ein paar Schädel, ein paar Knochen, Gletscherquarz. Okay, das brauchen wir später noch für Alchemie. Okay. Die können wir natürlich alle öffnen. Wer. Ich frag mich immer noch, ne? Das war ja auch in den. Oh, guck mal hier, 100 Gold sogar. Das war ja auch sogar im alten Ägypten so. Mit diesem Leben nach dem Tode. Dass man einfach alle Wertsachen, sogar Diener und Familienmitglieder, mit ins Grab einbindet. Ja, und dann. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen, dass man Geld oder Wertgegenstände mit in sein Grab nimmt. Auf der anderen Seite können wir es dann natürlich verkaufen, wenn wir die Gräber ausgraben. Gut, wie gesagt, im alten Ägypten, das gehört halt da dazu und... Ah! Ja. Neoras, du hättest auch auf sowas achten können, hast du nicht. Aber gut, jetzt wissen wir es wenigstens, dass die Mod, ich sag mal, Wert auf sowas legt, beziehungsweise sowas eingebunden hat. Dass das eben markiert wird, wenn es genug sind. Das ist echt gut gemacht. Wie gesagt, ich bin es halt gewohnt, dass ich das selbst auswählen muss. Deswegen tut es mir leid, dass wir da ein bisschen Zeit verschwendet haben. Jetzt töten wir aber hier noch ein bisschen Gegner. Sind nicht umsonst hier runtergelaufen. Also die scheiß Drecksriesen... Oh. Ich dachte, das wäre nur ein... Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich würde gerne die vorderste fokussieren. Und der fokussiert die blöde Blutfliege. Ich... Boah, da kriege ich einen Akkres. Da kriege ich so einen Hals, ne? Entweder nur die verkackten Ratten oder nur die verkackte Blutfliege. Bitte, nicht beides. Ich meine, wo sieht man hier? Ich glaube, die Ratten haben uns aufgespürt. Jetzt von der erhöhten Position... Ne, es bringt nichts. Okay, 5 Riesenratten. Wo ist der Rattenkönig? Sag mal, die sind aber ganz schön gefährlich. Das gibt's doch nicht. Okay, lassen wir es erstmal dabei. Also mit 5 Wölfen habe ich kein Problem. Aber mit 5 Ratten, die kastrieren mich, das kann doch nicht sein. Der hat von seinem Vater gar nichts gelernt, der Junge. Also Jäger wird der bestimmt nicht. Gut, dann gehen wir jetzt, wie gesagt, die Wolf-Quest mal ab. Reden mal mit Charlotte. Mal mit Klaus, mit dem müssen wir sowieso reden. Ich würde immer noch gern wissen, wo der sich rumtreibt. Den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Domme sagte mir, der ist irgendwo in der Nähe von der Roten Mine. Ja, das hilft mir nicht viel, weil ich nicht weiß, wo die Rote Mine ist. Da sollen wir übrigens auch noch nicht direkt reingehen. Das sollten wir ein bisschen aufschieben. Die Wölfe von Athanos sind nicht mehr. Naja, zumindest das große Rudel nicht mehr, das sich in der Nähe der Schafherde aufgehalten hat. Wie? Du hast tatsächlich das ganze Wolfsrudel erledigt? Bei Innos. Respekt, Roland. Respekt. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Tja, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ich schon. Ich schon. Indem du mir die versprochenen 100 Goldstücke gibst. Die sollst du auch von mir haben, Roland. Ja, noch mehr, da deine Aufgabe nicht ungefährlich war.
Zur Belohnung sollst du daher 200 Goldstücke bekommen. Ich habe nur eine Bitte. Verrate nichts meiner Frau. Sie würde mir sonst vorwerfen, dass ich unser Geld nicht zusammenhalten kann. Da kann die ganz schön rabiat werden. Keine Sorge. Ich werde nichts verraten. Ja, kein Problem. Hier hast du dein Gold. Nochmals vielen Dank. Und du bist immer bei uns willkommen. Ah, ich habe eure... Oh, da kriegen wir auch gute Erfahrung jetzt für. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Was das angeht mit dem, dass ich davon ausging, dass man nicht so viel EP bekommen würde, das nehme ich dann zurück. Heudiebe, Schwiegersohn, wo ist Walder? Wo ist Walder? Ich rede erstmal mit Fred und mit Charlotte eventuell und mit Klaus. Und wie gesagt, Dommer sagte, Klaus ist irgendwo in der Jägerhütte. Das macht natürlich auch Sinn für einen Jäger. Hey, du. Aber ich würde gerne wissen, wo der sich genau rumdreht. Ah. Erzähl mir was über Charlotte. Über Charlotte? Was meinst du? Komm, ich weiß, dass ihr euch liebt. Ich weiß aber auch, dass Johann dir seine Tochter nicht geben will. Nun, dann ist eigentlich schon alles gesagt. Ich bin Johann und Dorothee zu arm. So einfach ist das. Außerdem gibt es da irgendeine Absprache zwischen Johann und Hermann, dem Vater von Klaus, über die Zukunft ihrer Kinder. Aber genaueres weiß ich nicht. Tja, ich liebe zwar Charlotte, werde sie aber niemals heiraten können. Damit werde ich mich wohl abfinden. Das ging mal hin, Fred. Naja, so groß kann die Liebe wohl da nicht sein. Wenn das meine Braut wäre, dann würde ich um sie kämpfen. Hey Roland, komm mir nicht so. Natürlich werde ich um sie kämpfen, wenn ich nur den Hauch von einer Möglichkeit sehen würde. Ja, wenn ich 1000 Goldstücke reicher wäre, dann würde mich dieser Geizhals von Johann mit Handkuss zum Schwiegersohn nehmen. Aber so... Soll ich dir jetzt 1000 Goldstücke geben? So sehe ich aus wie ein... Wie sieht denn so einer aus, der... Oder wer sieht so aus wie einer, der Geld verleiht? Also, gut. Behalten wir es einfach mal. Bin ja kein Geldverleiher. Und ein großer Gönner bin ich erst recht nicht, deswegen kriegst du nix. Gut, dann reden wir mal mit Charlotte und ich hoffe, ich mach Klaus ausfindig. Und zwar ohne großartig viele Lurker auf den Weg umzubringen. Das ist es ja nämlich, worüber ich mir Gedanken mache. Dorothee, Anna, wo ist denn Charlotte? Ist sie da hinten? Muss sie da irgendwelche Gülle zusammenstampfen oder was? Nee. Ja, wo sind die? Ist ja auf dem Feld. Ach Gott, Neo, was natürlich ist auf dem Feld, Mann. Ist ja nicht blöd. Mir ist sowieso aufgefallen, das ist ja im Prinzip gar kein Dorf, ne? Über ein Dorf kann man sprechen, wenn es eine Population oder eine Bevölkerung hat von 100 bis 1000 Einwohnern oder so. Da kann man über ein Dorf sprechen, ja? Aber das sind nicht immer 10. Das sind 2 Geschwister und 2 Familien. Warte mal. Das ist ein Witz und kein Dorf. Hallo Charlotte, wie geht es dir? Warst du schon unten beim Schiff? Wie? Ach so, ja, ich war unten. Ist ganz nett, interessiert mich aber nicht besonders. Wie bitte? Warum denn das? Hast du Probleme? Ach, frag besser nicht, Roland. Im Augenblick fühle ich mich nicht so besonders. Das hört sich gar nicht gut an. Ist irgendetwas passiert? Na, rede schon. Ach, es ist nichts. Es ist nur zum einen die ganze Arbeit und... Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Ach komm. Ich weiß, warum du so traurig bist. Du sollst Klaus heiraten, obwohl du Fred liebst. Woher weißt du das? Aber egal. Du hast ja vollkommen recht. Ich bin so verzweifelt. Na, Kopf hoch, Charlotte. Für alles gibt es eine Lösung. Das glaube ich nicht. Meine Eltern werden niemals zustimmen, dass ich Fred heirate. Mein Vater sagte mir, dass er seinem Freund Hermann damals feierlich versprochen habe, dass ich mal seinen Sohn Klaus heiraten soll. Das ist aber über 10 Jahre her, als er dieses Versprechen gab. Damals waren Klaus und ich noch Kinder. Was? Aufgrund dieses alten Versprechens will dich dein Vater zu einer Heirat mit Klaus zwingen? Ja, es ist zum Verzweifeln. Dann ist dein Vater ein ganz großer... Aber halt, was sagt denn eigentlich Klaus zu dieser Angelegenheit? Keine Ahnung, aber ich denke, dass er wohl dieselbe Meinung wie unsere Eltern hat. Na, mal sehen. Ich glaube, ich werde erst mal mit Klaus sprechen. Dann sehen wir weiter. Ja, das ist auch meine Idee. Du Held.
Wobei Roland ist ja ein Held. Oder er ist auf dem Weg dahin. Wenigstens hilft er hier der gesamten Insel. Aber immer im Ernst. Es sind hier eine Hütte, da ist Jutta. Eine Hütte, die hat Fred. Das große Haus gehört, glaube ich, Hermann. Und das da vor uns, dem Johann oder andersrum, ist mir auch vollkommen egal. Das sind nur zwei Familien und ein Geschwisterpaar. Wobei, das kann man ja auch als Familie eigentlich... Ja, nee, die wohnen ja auch getrennt. Gut, lassen wir es mal so sein. Da hinten sind überall Lurker. Die versuche ich mal zu umgehen. Und laufe einfach mal dahin, wo wir noch nie... Ach nee, Blut fliegen. Och nee, nee, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will die... Die sind einfach wieder da, oder? Das hat doch ein Respawn. Also mir kommt es zumindest so vor. Oh nee, so ein Giftzwerg. Direkt drauf dreschen. Hau mir bloß ab. Oh nein, direkt zwei Stück von den Plagegeistern. Ich hasse die wirklich. Oh, dann hau du mal einen kritischen raus, komm. Eine kritische Situation erfordert kritische Treffer. Oder wie siehst du das? Ich hasse es, wenn die so hochfliegen, da kann man die nicht treffen. Das ist doch super. Ich wollte mich verarschen. Komm mal wieder runter, man. Komm mal auf den Boden. Kackvieh. Ah. Oh, eine Stufe gestiegen sind wir schon. Jetzt fehlt nur noch Klaus. Und die Tiere ausweiten. Und dann können wir hier schön aufräumen. Ja. Also hier ist es wirklich brenzlig, muss ich sagen. Hier sind auch viele von diesen Drecksviechern. Fressen wir erstmal 10 Äpfel. Soll ja gesund sein. Ich will noch nicht meine ganzen Lebensmittel verschwenden. Ich wusste es. Nice. Gut, wir fressen Äpfel, bis wir dran krepieren. Es gibt Stärke. Ich wusste, es bringt was, wenn man 10 Äpfel oder 20 Äpfel frisst. So boosten wir uns nach oben. Hat einer ein paar... zufällig ein paar... Äpfel, so 500 oder so. Ich sehe da hinten übrigens noch ein anderes Lebewesen. Ist das ein Wolf oder ist das ein Keiler? Eigentlich hieß es ja auf Athanos sein Keiler ausgestorben. Wobei, oh, da ist auch der schon direkt wieder der nächste Lurker. Gut, Blutfliegen muss ich jetzt nicht ausnehmen oder noch nicht. Das ist mir dann vollkommen wurscht. Die Flügel und der Stachel bringen eh nicht allzu viel und ich denke nicht, dass es da dann schon direkt eine Quest geben wird. Das heißt jetzt nicht, dass ich alle einfach über den Haufen rotze. Ich suche immer noch Klaus. Aber ich höre schon wieder eine Blutfliege, die auf uns ganz wild ist. Und ich sehe hier auch so einen Heuballen. Und jetzt sind es schon zwei. Okay, einer ist kaputt. Och, das ging doch schön. Willst du mich eigentlich verarschen? Die haben die Heuballen hier irgendwo platziert, oder was? Mit Jonas und Hubert müssen wir auch nochmal sprechen, was das angeht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da geht was hier nicht mit rechten Dingen zu. Weißt du, die knüppeln wir jetzt ganz einfach weg. Aber dann, wenn sie einem auf den Sack gehen oder eine höhere Anzahl vor einem stehen, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Ich muss jetzt echt aufpassen, wo ich hinlaufe. Hier ist nämlich schon viel Shit, wenn man das so sagen kann. Und da sind ganz viele Lurker. Kann auch sein, dass ich voll in die falsche Richtung laufe. Wie gesagt, ich versuche die Lurker nicht töten zu müssen. Also ich versuche, denen aus dem Weg zu gehen, um es einfach auszudrücken. Hab aber gerade einen Giftzwerg. Das ist kein Giftzwerg! Höchstens ein großer Giftzwerg! Okay. Okay. Ich hab wieder Kopf. Wo sind die? Da fallen die Giftzwerge schon vom heiteren Himmel. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier Klaus nicht finde. Wenn ich ehrlich bin, das Einzige, was ich hier finde, sind einen Haufen Probleme. Nee, jetzt aber gut, das haben einen Lurker halt über einen Haufen gerotzt, der keine Haut uns spenden wird.
Ich sag ja aber nicht, also im Notfall gucke ich einfach nach dem Insert-Code für den Lurker und lasse dann ein paar von mir spawnen. Also falls wir wirklich keine finden sollten mehr, das glaube ich jetzt zwar nicht, aber das werde ich im Notfall natürlich machen, weil wenn wir nicht weiterkommen, wäre das irgendwie ein bisschen dumm, ne? Aber ich habe irgendwie echt das Gefühl, der ist hier nicht. Aber wo zur Hölle ist Klaus denn dann? Ist der vielleicht bei der Krypta oder wo? Ich glaube, ich guck mal offscreen dann, wo der sich rumtreibt, damit wir in der nächsten Folge da direkt hinlaufen können. Weil sonst kommen wir ja zu gar nichts. Wir haben jetzt immerhin schon die 21. Folge und, ja gut. Eigentlich haben wir ja doch einige schon gemacht, ne? Wenn ich mir das mal so anguck, es geht. Es geht. Wenn ich das so sehe, geht das überhaupt nicht, ne? Eine Folge in drei, eine Quest in drei Folgen. Aber wir haben viel geredet. Ist vertretbar alles. Ich glaube, ich habe echt kein... Nee, ich glaube eigentlich nicht, wo... Ich habe keine Ahnung, wo Klaus ist. Ich denke nur, der könnte in der anderen Richtung sein. Sprich, wenn wir dann in die Richtung laufen. Weil in der anderen sind viel zu viele Lurker und viel zu viel Gezeugs, als dass wir da überhaupt eigentlich so viele Chancen hätten, das überhaupt zu überleben. Aber wie gesagt, ich werde offscreen mal schauen. Natürlich werde ich nichts großartig sammeln. Nee, ich werde eigentlich gar nichts sammeln. Ich werde einfach nur jetzt mal kurz schauen, wo er ist. Und dann beende ich das Spiel, ohne abzuspeichern. Einfach so, damit ich weiß, wo Klaus sich befindet. Dass wir nicht die ganze Zeit im Dunkeln tappen und hier überhaupt mal was bewältigen können. Ein Heuballen haben wir übrigens auch schon gefunden. Und ich soll mal Jonas und Hubert fragen, was die damit zu tun haben können. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.